wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich habe jetzt den ganzen Vormittag am Laptop verbracht, beziehungsweise war vorher eben einmal duschen und irgendwie sind meine Haare heute so ein bisschen frizzy. Ich weiß nicht, irgendwie definieren sich die Locken hier heute nicht so richtig, aber ich glaube, ich habe auch so ein bisschen zu wenig von meinem Ölkram und sowas reingetan und habe vielleicht ein bisschen zu stark geföhnt. Das macht es auch irgendwie immer so ein bisschen, dass das irgendwie so frizzy wird. Naja, wir haben es auf jeden Fall schon nach 12 und ich werde jetzt erstmal eine Frühstückspause einlegen. Und dann muss ich gleich noch ein bisschen weitermachen und dann werde ich noch ein YouTube-Video filmen für heute. Denn das Video, was eigentlich heute kommen sollte, ist noch nicht fertig. Das heißt, ich muss erst noch ein anderes Video filmen. Und ja, ich freue mich heute extrem, dass die Sonne hier so geil reinscheint. Also das ist ja auch echt so ein Ding. Ich liebe es, dass mein Sofa hier direkt an der Balkontür steht und die Sonne hier immer so geil reinscheint, vor allen Dingen so in den Wintermonaten, wo ich ja irgendwie immer so schnell schlechte Laune habe, wenn das Wetter so grau ist und dann so ein paar Sonnenstrahlen durchkommen und ich hier auf dem Sofa liege oder mich hier hinlegen kann und sagen, Sonne mich! Ja! Ich liebe das einfach. Wirklich, also ich würde mein Sofa an keiner anderen Stelle lieber haben wollen. Naja, egal. Jetzt gehe ich auf jeden Fall erstmal was essen und dann gucke ich mal, dass ich heute meine ganzen Sachen noch fertig kriege. Ich habe übrigens heute Morgen noch ein bisschen Zeit gehabt, bevor ich meinen Sohn weggebracht habe und habe die ganzen Lichterketten ausprobiert. Die haben sogar richtig so verschiedene Modi, die man einstellen kann. Und die werde ich später mal verteilen, aber ich denke, erst wenn es ein bisschen dunkler ist, weil dann kann ich das ein bisschen besser sehen, wo ich die gut platzieren kann oder nicht. Ich habe echt einige, also etwas kürzere. Hier zum Beispiel ist nur so eine ganz, ganz kleine Lichterkette. Also die ist wirklich ganz kurz. Und dann habe ich welche, die echt so ein bisschen größer sind. Die sind sogar wasserfest. Also die sind für draußen gemacht. Ich habe die jetzt dieses Jahr alle komplett gar nicht genutzt, weil ich wirklich jedes Mal beim Einkaufen vergessen habe, Batterien zu kaufen und ich keine Batterien hier hatte. Beziehungsweise dann kurz nach Weihnachten welche gekauft habe und dann gemerkt habe, ich hatte doch welche hier. Naja, egal. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich sie vielleicht irgendwie so ein bisschen schön in die Deko mit einbringen kann. Vielleicht findet sich da das eine oder andere Schöne. Da werde ich heute auf jeden Fall nochmal gucken. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich die, ich glaube, ich lege die da vorne auf die Fensterbank. Denn es war so eine heftige Enttüdelungsarbeit heute Morgen, diese verdammten Lichterketten wieder zu enttüddeln. Ich glaube, kennt jeder, der schon mal irgendwie eine Lichterkette versucht hat zu entwirren. Es dauert gefühlt Stunden, man ärgert sich richtig viel und hinterher ist man nicht unbedingt besser gelaunt als vorher. Naja, nein, ganz so extrem war es heute Morgen nicht. Aber ich hatte noch ein bisschen Zeit übrig und da habe ich gedacht, dann kann ich das noch mal eben schnell machen. So, jetzt habe ich mir auf der Fensterbank so kleine einzelne Häufchen gemacht. Das ist nicht hier schon wieder alles durch. Jetzt ist der Tisch auch frei zum Decken, zum Frühstück machen. Und da werde ich gleich mein frisch gebackenes Brot anschneiden und mir erstmal ein leckeres Frühstück gönnen. Ich bin endlich so weit, dass ich das neue Video drehen kann und sitze jetzt hier schon vor meiner Kamera und werde jetzt gleich das Video aufnehmen zum Thema Routinen entwickeln. Ja, denn ich glaube, ich habe einen gewissen Schlüssel herausgefunden, welche Routinen ganz besonders wichtig sind, welche Routinen wir nicht integrieren sollten und wie wir auch die Wahl unserer Routinen halt irgendwie besser setzen können, sodass wir nicht einfach irgendwelche Routinen übernehmen, sondern die Routinen entwickeln, die für uns persönlich wirklich funktionieren. Ich muss sagen, ich habe jetzt die letzten Tage sehr viel über dieses Thema nachgedacht, gerade eben, weil ich jetzt halt auch so ein Buchhaltungsdrama, kann man es jetzt nicht nennen, das wäre jetzt echt übertrieben, aber weil ich halt einfach so viel Arbeit hatte, die nicht hätte sein müssen und ich auch Anfang der Woche ja einmal verschlafen habe und ich meine Morgenroutine halt später nachholen musste, was mir jetzt
in, weiß nicht, den ganzen letzten Monaten irgendwie nur zweimal passiert ist. Einmal, als ich euch das Routinenvideo, meine Morgenroutine aufgenommen habe und jetzt diese Woche einmal. Ansonsten habe ich irgendwie nie verschlafen und konnte meine Routine immer durchziehen. Und dann merkt man erstmal so diesen Unterschied, wenn man diese Routine dann wirklich weglässt. Und deswegen habe ich mir so viele Gedanken zu dem Thema gemacht und habe mir ein paar Notizen gemacht. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auch, was ihr zu dem Video sagt. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt diesen Vlog seht, dann ist das Video, was ich jetzt gerade filme, eigentlich schon lange online. Aber ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut mal rein. Ich muss euch unbedingt noch das Ergebnis zeigen, denn ich habe vorhin die Lichterketten verteilt, als ich mit Pascal telefoniert habe. Die hier habt ihr ja schon gesehen. Und jetzt befindet sich hier vorne noch eine kleine Lichterkette. Das finde ich auch richtig, richtig schön. Nicht nur auf dem Fernseher, sondern jetzt eben auch wirklich auf der Fensterbank ist so eine kleine Lichterkette. Ich mag das unheimlich gerne so unter dieser Palme. Dieser Kamera kann man auch ein bisschen besser erkennen, wie richtig schön gemütlich das wirkt. Meine Nachbarn denken bestimmt, ich bin verrückt, weil ich jetzt im Januar mit der Weihnachtsdeko rauskomme. Aber egal, ich zeige euch noch mal eben einmal ein paar Lichterketten, die ich noch platziert habe. Einmal hier im Flur unterm Spiegel eine Lichterkette. Hier habe ich so eine kleine Aloe Vera stehen und die habe ich jetzt so schön beleuchtet. Ist halt irgendwie auch richtig schön so nachtlichtmäßig. Dann befindet sich hier noch eine Lichterkette. Die kann man jetzt leider so auf der Kamera halt eben nicht so gut sehen. Leuchtet aber auch wirklich richtig, richtig schön gemütlich. Hallo! Hallo. Ich zeige gerade meine Lichterketten. Cool. Ja! Dann haben wir die nächste Lichterkette hier vorne in der Küche. Und hier hinten auf dem Schrank habe ich noch eine Lichterkette untergebracht. Und das zeige ich euch jetzt auch eben noch einmal mit Licht aus, denn dann kommt das viel besser zur Geltung. So sieht man es auf der Kamera gar nicht so sehr. In echt leuchtet das viel schöner. Freue ich mich auf jeden Fall riesig, dass ich jetzt endlich meine ganzen Buchhaltungssachen und so von letztem Jahr komplett abschließen konnte heute. Ich muss da, glaube ich, nichts mehr nachholen. Ich konnte jetzt auch alles, was ich noch irgendwie irgendwo hinschicken musste und so heute wegschicken. Ich musste noch Briefe fertig machen und so. Und das freut mich echt riesig, denn ich muss ehrlich gestehen, dass ich die letzte Zeit nicht dachte, dass ich so weit hinterher hinke. Und was mich auch irgendwie wieder animiert, diese Buchhaltungsroutine, die ich jetzt die letzten Monate integriert habe, weiterzuführen und ja, es nicht nochmal so stören zu lassen. Dann habe ich heute auch noch das neue Video aufgenommen, was heute auch direkt online ging. Und ja, dann habe ich irgendwie wirklich noch 2-3 Stunden oder so mit Pascal telefoniert. Er war oben und ich habe hier unten in der Zeit Lichterketten verteilt und Wäsche gewaschen und sowas alles. Und das war eigentlich auch irgendwie ganz, ganz gemütlich, ganz chillig, mal einfach irgendwie so eine Telefonrunde einzulegen. Das haben wir früher ja ständig gemacht. Und deswegen endet der Tag wirklich mit einem richtig, richtig guten Gefühl. Auch wenn die letzten Tage teilweise echt so ein bisschen anstrengend waren und man sich dann ja auch echt irgendwie so ein bisschen ärgert, wenn man halt irgendwie so Sachen hat schlören lassen und man die irgendwie alle nachholen muss und so. Umso froher bin ich jetzt aber, dass ich das alles irgendwie komplett durch habe. Ja, damit beende ich den Vlog auch für heute. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, mit welchen Sachen habt ihr das so, dass ihr die dann doch wieder so ein bisschen schlören lasst und so. Bei mir ist es tatsächlich immer wieder die Buchhaltung. Aber ich bemühe mich und ich werde besser. Somit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und ich sage Tschüss, bis dann.